Wir sind heute nicht hier, weil wir auf dem Papier eine Straftat begangen haben, sondern weil mehr als 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Wenn wir auch zukünftigen Generationen ein Leben auf unserem Planeten ermöglichen möchten, dann steht fest, dass Lebensmittel nicht in rauen Mengen weggeworfen werden dürfen. Deswegen sind wir heute hier und möchten vor dem Bundesverfassungsgericht einfordern, dass der Schutz der Lebensgrundlage ernst genommen wird und nicht weiter unbeachtet gelassen wird.